Sarah Engels, als ihre Fruchtblase platzte, sie nur an 1. Am 2. Dezember 2021 erblickte die kleine Solea das Licht der Welt. Angekündigt hatte sich die Geburt in einem ziemlich ungünstigen Moment. Wie Sarah Engels, 30, bereits auf Instagram enthüllte. Sie war gerade bei der Pediküre, als ihre Fruchtblase platzte. Nun teilt die Sängerin auch den Chatverlauf mit Ehemann Julian Engels, 29, von diesem Moment. In dem Screenshot, den die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story veröffentlicht, ist zu lesen, dass sich Sarah Currywurst zum Abendessen gewünscht hat. Nur wenige Sekunden später schrieb sie ihrem Liebsten dann plötzlich: Schatz, oh mein Gott. Mein Fruchtblase. Schnell. Schatzmann. Melde dich, Sig. Julian selbst gab lediglich ein überraschtes Eich zurück, bevor seine hochschwangere Frau sich wieder den wirklich wichtigen Dingen zuwandte. Bring Brötchen mit oder so, lautete ihre Antwort, über die sie heute nur lachen kann. Wie ich einfach 5 Minuten bevor sie geplatzt ist nur Essen im Kopf hatte und selbst danach war's meine einzige Sorge, Sig? Kommentiert sie den lustigen Chatverlauf. Thomas Gottschalks, 72, Trennung von seiner langjährigen Frau Thea kam 2019 für viele Fans überraschend. Das Paar zog nach 42 gemeinsamen Ehejahren einen Schlussstrich unter seine Beziehung. 3 Jahre später treffen sich Thomas Gottschalk und Roman, 40, zu einem Vater-Sohn-Gespräch mit Bunte und lassen tief blicken. Wie hat Roman die Trennung seiner Eltern empfunden? Am Anfang war das natürlich ein Hammer. Mein Bruder und ich mussten mit dieser Situation erstmal fertig werden, erklärt Thomas Ältester im Interview. Auf keinen Fall wollte er seinem Vater mit seiner neuen Liebe Karina Mross, 59, im Weg stehen. Schließlich sieht er auch, dass sein Vater glücklich ist und die beiden toll zusammenpassen. Der Entertainer habe die beiden Jungs außerdem zuerst behutsam während eines gemeinsamen Restaurantbesuchs über die Situation informiert. Es war ein langes und schwieriges Gespräch, für das ich meinem Vater dankbar bin, betont Roman. Heute besucht er seine Mutter öfter als früher. Zu seinem Vater sei das Verhältnis eher freundschaftlich geworden. Sophia Tomalla, 33, schwelgt in Erinnerungen an ihre Kindheit. Während sich die Moderatorin sonst vornehmlich in knappen Outfits und lasziven Posen zeigt, zieren nun 2 Bilder ihren Instagram-Account, die ihre FollowerInnen in Verzückung bringen. Die guten alten Zeiten, schreibt sie zu den beiden Aufnahmen, während sie die erste als süßen kleinen Fratz im Blumenkleid und mit pinkfarbener XXL-Schirmmütze zeigt, ist sie auf der zweiten auf dem Arm ihrer Mutter zu sehen. Mein Baby, kommentiert Simone Tomalla, 57, mit diversen roten Herzen unter dem Beitrag ihrer Tochter. Den anderen UserInnen fällt aber vor allem ein Detail sofort ins Auge. Krass. Wie ähnlich du deiner Mama doch siehst, findet Riccardo Simonetti, 29. Dem stimmen auch zahlreiche weitere Fans der 33-Jährigen zu. Diese Ähnlichkeit, verblüffend, oder deine Mama sieht einfach 1:1 aus wie du heute, schreiben sie unter die putzige Mutter-Tochter-Aufnahme. Anna Wilken, 26, nimmt ihre FollowerInnen bereits seit Jahren mit auf ihren Weg zum eigenen Kind. Der entpuppt sich als wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Nun gibt das Model erneut ein Update zu ihrer Kinderwunschbehandlung. Ungeschminkt, im Krankenhaushemd und mit Zugang am Arm zeigt sich Anna in der Klinik und beschreibt ihre Gefühlslage. Bei der Punktion lief alles gut. Heute war meine 10. Follikelpunktion und die Aufregung ist immer wieder die gleiche. Die Schmerzen werden jetzt leider immer intensiver, weshalb ich mich zu Hause fleißig ausruhe, Sig, gibt die 26-Jährige preis. Es konnten 10 Eizellen gewonnen werden, wovon 5 Eizellen reif sind und eine sehr gute Qualität haben. Ich bin sehr dankbar über diese 5. Für die Kämpferchen ging es heute Mittag direkt in die Befruchtung. Wir machen ja eine ICSI, intrazytoplasmatische Spermieninjektion, AMD, rät
Punkt. Die Itchy selbst lief laut der Ärztin schon mal sehr gut, so Anna. Nun hieß es, Geduld zu bewahren und alle gute Gedanken zu den Kämpferchen senden. Wie viele Eizellen sich haben befruchten lassen, erfahre sie am nächsten Tag. Ich zünde heute Abend meine Kerze an, vielleicht macht ihr es ja auch für uns, bittet sie abschließend. Das lassen sich ihre rund 500.000 Follower innen natürlich nicht zweimal sagen. Heidi Klum, 49, und Tom Kaulitz, 33, erleben das, was andere Familien als Patchwork-Glück bezeichnen würden. Die GNTM-Jurorin brachte 4 Kinder mit in die Beziehung. Relativ schnell hat der Musiker die Vaterrolle eingenommen. Leni, 18, Henry, 17, Johann, 15, und Lou, 13, haben ihren Stiefvater mit offenen Armen aufgenommen. Besteht bei so viel Harmonie der Wunsch nach einem weiteren Kind? Darüber hat Heidi Klum jetzt in den USA gesprochen. Im Interview mit The USA gab die 49-Jährige zu, dass sie mit der Kinderplanung noch nicht abgeschlossen hat. Ich meine, es zu wollen und es tatsächlich zu können, sind immer zwei verschiedene Dinge, machte Heidi deutlich und kam auch auf ihr Alter zu sprechen. Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es, versicherte sie. Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja. So die überraschenden Worte der Vierfachmama. Lina, 31, und Joshua Kimmich, 27, sind seit 9 Jahren glücklich liiert, gaben sich in diesem Sommer sogar das Ja-Wort. Im April dieses Jahres könnte ihr drittes gemeinsames Kind ihre Liebe, ihre Beziehung und ihr Privatleben halten. Der Nationalspieler und seine Liebste jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur äußerst selten teilen die beiden gemeinsame Schnappschüsse. Nun macht Lina eine große Ausnahme. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die studierte Juristin ein süßes Pärchenbild mit Seltenheitswert. Es zeigt sie in schwarzer Jacke, Sonnenbrille und Mütze Arm in Arm mit Joshua, der einen Hoodie und eine gelbe Winterjacke trägt, in der Natur. Beide lächeln glücklich in die Kamera. Ihre rund 48.000 Follower innen werden sich über diese private Aufnahme sicher sehr freuen. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Endete Quellen: Instagram.com, The USA, Bunte.de.